Moin moin und willkommen zurück zu Halo Wars Definite Edition Mission 15 Flucht. Ja, wir versuchen jetzt also wegzukommen, das Ding wirklich in die Luft zu jagen, wie es aussieht. Ich bin gespannt, ob wir wegkommen. Gentlemen, Zeit für die Supernova! Ist aktiv! Sergeant? Lieutenant! Schnappt euch die Eliten! Er gehört mir! Dann los! Der Rest deiner Rasse, schwach und undiszipliniert. Diesmal wird keine Frau kommen, die dich rettet. Sieh mir in die Augen und sag das nochmal! Wie du willst. Mein Gesicht wird das Letzte sein, was deine Augen sehen werden. Und fürs Protokoll! Ich hätte dich letztes Mal schon fertig gemacht, wäre ich nicht von der Lady gestoppt worden. Sir? Er ist überhitzt. Ich muss den Kern separieren und sie manuell zusammenbringen, wenn es knallen soll. Junge, bevor das hier vorbei ist, brauchen wir jeden Spaten für den Kampf. Ich mache das. Melden Sie sich auf dem Schiff. Viel Glück, Sir. Es war mir eine Ehre. Captain, der Ausgang wurde versiegelt. Unser Fluchtweg ist blockiert. Bodenteams, öffnen Sie irgendwie dieses Portal, sonst sind wir alle tot. Das Portal besteht aus 6 Türen, die Sie in der richtigen Reihenfolge öffnen müssen. Laut Enders Beobachtungen... Und auch in der richtigen Reihenfolge. ...nur auf menschliche Berührungen. Heißt, wir brauchen leider ein Alien in der Nähe und das System wird gesperrt. Leider. Räumen Sie den Bereich um die Sperre. Schon da. Stationserweiterung vollständig. Infanterie. Okay, wissen wir Bescheid. Und das ist also der Punkt, an dem sich Forge, wie es aussieht, opfert. Versorgungsmodul vollständig. Ah, vor allem. Dagegen. Zumindest haben wir Spartans. So, wenn wir Infanterie brauchen, dann werden wir auch hier entsprechend uns was dazu holen. Verstanden. Geschütz vollständig. So, was haben wir denn hier so? Also, wir haben die Allianz und die Flat. Versorgungsmodul vollständig. Schauen wir mal kurz, wie das hier aussieht. So. Um den Sperrturm herum
aus. Die will ich aber noch nicht aktivieren. Das könnte ja potenziell was triggern. Ich habe keinen Timer. Dafür, dass wir flüchten, verwundert mich das doch sehr. Dann nehme ich mir gerne erstmal diese Basis hier. Und schau mal, dass ich vielleicht irgendwie an der zweite sogar komme. Reaktor vollständig. So, Flammenmörser, hier eine Railgun. Versorgungsmodul aufgerüstet. Festungserweiterung vollständig. So. Und dann noch Fahrzeuge dazu. Geschütz aufgerüstet. Versorgungsmodul vollständig. Okay. Raketen, falls er kommt, was ich glaube. Reaktor verbessert. Versorgungsmodul aufgerüstet. So, und jetzt probieren wir mal Fahrzeuge auch dazu zu holen. So, wir haben Spartans dabei. Damit brauchen wir vielleicht gar nicht so viel Infanterie, aber sind die ausgebaut gar nicht mal so schlecht. Kaserne vollständig. Man muss einfach vor allem aufpassen. Mehr Infanterie will ich dabei haben, wenn ich an allen Punkten jemanden da stehen haben muss, dann. Oder in der richtigen Reihenfolge. Und die können das wieder deaktivieren. Dann reichen mir drei Spartans nicht. Die können ja auch mal, naja, sich schlafen gelegt haben. So, heißt, die Medics wurden uns da aber geschenkt. Die haben wir sonst nicht. So, ich hätte aber gerne ein, zwei Skorpions sicherlich dabei. Mehr Ressourcen benötigt. Ja. Zählt eigentlich Wardog als. Die können halt Ressourcen einsammeln, was glaube ich so. Passen Sie auf, es wurden diverse große Allianzfahrzeuge gesichtet. Oh ja, da ist ein Scarab. Und Forge on Cutter, beginne mit Abstieg. Geschätzte 30 Minuten bis zur Detonationsstelle. Okay, jetzt haben wir. Scorpion ist aufgetankt. Ich bin dran. Verstanden. So, dann kann ich die auch aktivieren. Marines sind bereit, Sir. Unterwegs. Schon da. Wir haben die Sperre gelöst. Heißt, ich werde mich doch beeilen müssen. Auf den Türen sind irgendwelche Alienzeichen. Das muss der Schlüssel sein, um sie zu öffnen. Grenadier erforscht. Mehr Ressourcen benötigt. So, einen Tank hätte ich gerne noch, bevor ich weiterziehe. Denn wir müssen hier uns ausbauen. 30 Minuten ist echt nicht die Welt. Ich meine, ich habe im Video hier ein Nachschubgebäude gesehen. Und da hatte ich recht. Dann nehme ich auch gerne die OASTs rein. So, schnell einsammeln. So, und dann gerne noch ein Skorpion. Ich hoffe, das ist ein Trupp, mit dem ich eine Basis ausschalten könnte. Wir brauchen ganz dringend weitere Basen. Verstanden. Verstanden. Aber klar doch. Warthog kann loslegen. Wir sind unterwegs! Denkt an eure Ausbildung. Oh, da ist noch gar keine Basis. Dann fange ich hier sofort an.
lokale Einheiten. Bitte wegnehmen hier. Kein Problem. Warthog ist unterwegs. So, und bitte jetzt die mal ganz schnell. Habe Ziel gesichtet. Drücke vor. Okay, das Ding ist weg. Noch eine Sperre ist deaktiviert. Alle Einheiten. So, der macht mir hier das Ding kaputt. Das finde ich nicht toll. Wurde deaktiviert. Ausbauen. Alle Einheiten. Mist, wir haben da den Scarab. Da habe ich nicht die Ressourcen. Okay, ich kann anfangen, Panzer nachzuproduzieren. So, den will ich jetzt aber auseinandernehmen. Kannst du jetzt nicht übernehmen, oder? Ich befürchte, ich habe nicht ganz die Feuerkraft gerade. Verstanden. Spartan außer Gefecht. Wir probieren's. Höherer Tech-Level benötigt. Mehr Reaktoren bauen. Nee. Unterwegs. Das bringt nichts. Spartan außer Gefecht. Mehr Ressourcen benötigt. Zurück alle mit euch. Was immer ich hier habe. Zurück. Mehr Ressourcen benötigt. Versorgungsmodul vollständig. Warthog ist startklar. Rüstungsdepot hätte ich auch gerne, aber ich glaube, ich muss hier. Alle Einheiten. Verstanden. Übernehmen. Ah, Mist. Alle Einheiten. Kein Problem. Geschützt vollständig. Ich kann auch keinen Wolverine oder dergleichen mir besorgen. Hier. Warthog ist einsatzbereit. Nehmen uns die dazu. Modul vollständig. Scorpions sind momentan nicht in meiner Preisklasse. Verstanden. Möglich. So, der Scarab bleibt aber da. Marines ist bereit, Sir. Das ist beruhigend. Marines. Spartan außer Gefecht. Alle Einheiten. Kann loslegen. Regeneration bereit. Heile Ziele. Modul vollständig. Okay. Alle Einheiten. Hier ist jetzt Action, sagen wir so. So, der Scarab ist ein bisschen weg. Ich kann mir hoffentlich meine Scorpions damit wiederholen. Spartan wieder einsatzbereit. Feindlicher Angriff. Spartan wieder einsatzbereit. Verstanden. Jede Wette. Alle Einheiten. So, und während die da durchgehen, können sie da auch Versorgungsmodul vollständig. Probieren für Ruhe zu sorgen. Das ist schon in Ordnung. Geschütz vollständig. So, wir brauchen ganz dringend die Festungserweiterung. Noch ein Generator. Railgun ist nicht verkehrt. Hier. Festungserweiterung vollständig. Will ich gerade gar kein Upgrade haben. Versorgungsmodul aufgerüstet. Versorgungsmodul aufgerüstet. Versorgungsmodul aufgerüstet. Scorpions brauche ich jetzt. Da habe ich einiges verloren. Das war richtig mies. Alle Einheiten. Unterwegs. Schon da. Mehr auch ganz dringend noch einen Generator. Wieder einsatzbereit. Geschützt vollständig. Alle Einheiten. Jede Wette. Ich würde sagen, ich muss aber weiterziehen. Klar doch. Hilft sonst nichts. Schon da. Scorpion ist kampfbereit. So, die alle sind Einheiten ausgerüstet. Reaktor vollständig. So, wo ist der Scarab? Ne, das sind keine Scarabs. Der ist jetzt da oben. Okay. Verstanden. Unterwegs. Wohin? Roger. Ist ein D-77 da in einem Dorf. Feindlicher Angriff. Nimmt das Ding mal bitte mit. Alle Einheiten. Habe Sichtkontakt. Behaltet die Beute im Auge. Scorpion ist aufgetankt. Rüstungsdepot vollständig. Waffen bereithalten.
So, das Ding kurz weg haben. Und jetzt dahin, solange hier Basis wird angegriffen. Kein Scarab auf uns wartet. Probieren wir hier das auseinanderzunehmen, was da ist. Ah, zuerst diese Wächter. Das wird keine leichte Mission. Mehr Ressourcen benötigt. Alle Einheiten. Jede Wette, klare Sache. Sanitäter erforscht. Ich bin dran. Unterwegs. Ich will mich hier kurz zurückziehen. Marines können loslegen. Gegen etwas absichern. Regeneration bereit. Heile Ziele. Warthog kann loslegen. Ja, Sir. Marines melden sich zum Dienst. Splittersprenggranate erforscht. So, sind ja im Bau, hier auch. OST-Upgrade könnte hier sehr hilfreich sein. Stärkere Schütze, ja. Ausbildungszeit noch nicht wirklich in meiner Preisklasse. Das Upgrade für die Warthogs ist aber definitiv was wert. Gleich nur noch 20 Minuten hier. Okay, da ist der Scarab. Rücken aus! Bin unterwegs! Bewegung! So, ja, ich sehe schon, wie wir das OST-Upgrade brauchen. Warthog ist bereit. Scorpion ist aufgetankt und bereit. Geschütz aufgerüstet. Wunderbar. So, Wolverines brauchen wir auch. Cool. Juhu! Gausskanone erforscht. Regeneration bereit. Heile Ziele. So. Wolverine ist startbereit. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Aber klar doch. Verstanden. Da ist der Scarab. Nee, ihr fahrt doch bitte mal hier unten lang. Cool. Warthog ist unterwegs. Endlich viel netter. Geschütz aufgerüstet. Wolverine ist bereit. Dann mal los. Und dann probieren wir hier durchzukommen. Juhu. Auch hier, wenn ihr da unten seid, solltet ihr nicht mehr hier oben zum Scarab lang wollen. Wenn ich nämlich in eine ziemlich blöde Idee. Wolverine ist in Stellung. Kann loslegen. So, und dann brauche ich unbedingt das Upgrade für mehr Einheiten. Unterwegs. 50 Einheiten können wir uns holen. Feindlicher Angriff. Dann mal los. Reserven erforscht. Cool. Dann mal los. Feindlicher Angriff. So. Alle Einheiten. Forge hier. Bin beim Zugang zur Sonne. Brauche etwas Zeit, um durchzubrechen. Alle Einheiten. Aber klar doch. Heile Ziele. Große Allianzbasis, westlich des Portals entdeckt. Ja, die würde ich gerne auseinandernehmen. Maximale Population erreicht. Alle Einheiten. Hab ihn erwischt. So, ich frage mich gerade, wo der Schildgenerator ist. Feuer erforscht. Jeder Rette. Habe den Kontakt. Ziel angesehen. Verstärkungen erbaut. Können wir uns noch nicht leisten. So, jetzt können wir noch mal
Scorpion ist startklar. Ein, zwei Warthogs zu holen und dieses Upgrade nehme ich mir. Aufgetan. Wir ziehen los. Alle Einheiten. So, sehr schön. Jetzt zieht die Dinger da mal auseinander. Alle Einheiten. So, gut geht's hoch. Feindlicher Angriff. Wo habt ihr Waffe? Jetzt alle gehört. Übernehme. Feindlicher Angriff. Kinderspiel. Regenerationsteile Ziele. Alle Einheiten. So. Wolverine können wir sicherlich auch nochmal gebrauchen. Verstanden. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Klare Sache. Unterwegs. UAST erforscht. Na, Flugabwehr holen wir uns auch noch. Keine Sorge. Warte auf Befehle. So, was ist da? Was greift uns an? Okay, die Dinger. Nochmal ein Scorpion ruhig. Und mehr Warthogs. Wie sieht das mit den Upgrades aus? Schwere Geschütze ist sicherlich nicht verkehrt. Nachschub. Ja. Warthog ist startklar. Und das Upgrade ist jetzt noch nicht drin. Alle Einheiten. Kinderspiel. Mehr Ressourcen benötigt. Mehr Ressourcen benötigt. Alle Einheiten. So, dann ziehen wir jetzt weiter. Das ist wahrscheinlich der Scarab. Das ist der Scarab. Verstanden. Verstanden. So, da soll auch noch ein Depot rein. Geschütz vollständig. Upgrade. Alle Einheiten. Unterwegs. Eine Blackbox. Geschütz aufgerüstet. Schon da. Feind angegriffen. Feindliche. Warthog ist startklar. So, Lufteinheiten. Alle Einheiten. Klare Sache. Ich bin dran. Geschütz vollständig. Da holen wir uns jetzt eine Feuerbasis rum. OAST. Da hätte ich gerne... wo ist... Da ist einer. Sperre lösen. Ist anscheinend deaktiviert. Mit links. Feuerbasis bereit. Geschütz vollständig. Alle Einheiten. Auf dem Weg. Kinder. So. Versorgung. Auf geht's. Vollständig. Stationserweiterung vollständig. Basis haben wir ziemlich viele Ressourcen. Ich hoffe, die können wir hier gut einsetzen. Hier brauche ich vor allem Anti-Air. Feindlicher Angriff. Versorgungsmodul vollständig. Ich weiß, dass ich da oben wahrscheinlich Einheiten verliere. Aber es lohnt sich hier jetzt gerade, die Upgrades rauszuholen. Feindlicher Angriff. Geschütz aufgerüstet. So. Wie sieht's denn hier oben aus? Unterwegs. Können wir halt nicht wirklich kaputt machen. Aber gut, dezimieren. Versorgungsmodul aufgerüstet. Versorgungsmodul aufgerüstet. Versorgungsmodul. Geht da bitte rein. So, den. Achso, der eine OST-Trupp ist jetzt mit unterwegs, ist klar. Habe ich vergessen. Geschütz vollständig. Aber klar doch. Wir registrieren Bewegungen von der Ostseite des Portals. Möglicherweise großer Alien-Befall. Alle Einheiten. Ach, was du nicht sagst. Alle Einheiten. Nicht möglicherweise, definitiv. Großer Alien-Befall. Luftfahrzeugdepot vollständig. Versorgungsmodul vollständig. So, und hier sind jetzt
leider meine Marines. Nicht wirklich gut geeignet. So. Mehr Ressourcen bitte. Modul vollständig. Alle Einheiten. Habe Sichtkontakt. Verstanden. Alle Einheiten. Verstanden. Adrenalin erforscht. So, wir holen uns jetzt Basen, wo wir nur können. Unterwegs. Verstanden. Kein Problem. Jetzt geht's rund. Ja, alles Mögliche kaputt kriegen. Modul vollständig. Versorgungsmodul aufgerüstet. Okay, da haben wir Einheiten in der Nähe. Alle Einheiten. Regeneration, heile Ziele. Alle Einheiten. Feuerbasis bereit. Ich hätte gerne... Maximale Population erreicht. Ja, noch kann ich es nicht. Basis wird angelegt. Aber bald. So, Anti-Air. Alle Einheiten. Mit Link. Geschütz aufgerüstet. Okay, bald müssen wir uns beeilen. Alle Einheiten. Verstanden. So, kaputt kriegen. Hab ihn erwischt. Kinderspiel. Stationserweiterung vollständig. Okay. Geh da mal rein. Alle Einheiten. Alle Einheiten. So gut wie tot. Allianztruppen werden in circa 10 Minuten bei Forge eintreffen. Vollständig. Ja, ich habe trotzdem vollstes Vertrauen, dass wir das noch hinkriegen können. Schütz vollständig. Ich bin in der Sonne. Sie haben Serena gehört. Ich warte 10 Minuten, dann zünde ich den Kern. Länger kann ich nicht warten. Alle Einheiten. Jetzt droht er uns auch noch. Verstanden. Wir können sie nicht mit den Schiffen verschwinden lassen. Viel Glück, Forge. Festungserweiterung vollständig. Klare Sache. Kein Problem. Versorgungsmodul so. Vollständig. Das Ding ist ein Upgrade drin. Wie sieht's hier aus? Da können wir Versorgungsmodule... hochleveln. Und hier braucht es noch Raketenwerfer. Regeneration, heile Ziele. Okay. Feindlicher Angriff. Geschütz vollständig. Geschütz aufgerüstet. Alle Einheiten. So. Alle Einheiten. Ah. Jetzt kann ich mir nochmal ein Vulture dazu holen. Versorgungsmodul aufgerüstet. Basis wird angegriffen. Ja, es wird die ganze Zeit diese Basis angegriffen. Vollständig. Wir haben einen Verletzten! Versorgungsmodul vollständig. So. Alle Einheiten. Mit Link. Verstanden. Jetzt sind wir hier aber ziemlich gut ausgestattet, was die Map-Kontrolle angeht. Oh, jetzt kümmern wir uns auch mal um den Scarab da. Frieren wir sie ein. Braucht jemand Eis? Ja, brauchen wir. Vollständig. Bordschützen erforscht. In Sichtweite. Anfangsgold, Bomben weg. So, zweiter... Nee, kein zweiter Vulture. Jetzt geht's darum, hier die Punkte einzunehmen. So, die Türsperre ist deaktiviert. Die hier können wir öffnen. Geschütz vollständig. Versorgungsmodul vollständig. Versorgungsmodul vollständig. Ja, Sir. So, jetzt verteilen wir uns. Basis wird angegriffen. Kann losgehen. Geht los. Testen wir mal. Los geht's. Ob die hier es bringen. Bereit. Los.
Ja. Vollständig. Feindlicher Angriff. Versorgungsmodul vollständig. Versorgungsmodul vollständig. Kommt, kommt, kommt. Kann losgehen. Ziehen los. Los geht's. Basis wird angegriffen. Kann losgehen. Allzeit bereit. So, das Ding ist zurück, das hier noch nicht. Versorgungsmodul vollständig. Das jetzt auch. Was fehlt noch? Drei Skripts aus? Viele gibt's doch gerade gar nicht. So, das Ding nicht. Ach, in der richtigen Reihenfolge, okay. Das ist es. Es sind Türenpaare. Sie müssen beide Türen aktivieren, um diese zu öffnen. Versorgungsmodul. Okay, warte. Was wir jetzt machen ist. Kurz mal speichern. Denn jetzt müssen wir die richtige Reihenfolge rausfinden. Ups. So. Basis wird angegriffen. Das sind Türenpaare. Na dann. Hornet in Stellung. Das Ding ist aus. Das Ding auch. Ah, die beiden noch. Basis wird angegriffen. Das scheint aber noch an zu sein. Oh, Einheiten. Ich habe ziemlich viele Einheiten verloren. Unterwegs. Hornet ist bereit und in der Luft. Ist aber ja auch nicht ganz so schlimm, denn wir haben hier doch noch OASTs. Höllenspringer treten weg. So, die sind offen, offen, offen. OAST, Höllenspringer treten weg. Feindlicher Angriff. Der hier. Und das war anscheinend richtig. Warthog ist unterwegs. Forge, alle UNSC-Einheiten ziehen sich zur Spirit of Fire zurück. Verstanden. Bringen Sie unsere Leute hier raus. Ich werde den Kern hochjagen. So, nur Bronze. Ja, das hätte man schneller machen können. Ich habe leider am Anfang viel zu viele Einheiten gegen den Scarab verloren. Aber hey. Ich dachte, ich könnte den Timer etwas hinauszögern. Naja. Ja, drei Scarabs. Ich habe keine drei Scarabs gesehen. Scorpions Cobras vorher. Nichtsdestotrotz. Mission geschafft und ich hoffe, die Spirit of Fire ist gerettet. Ich glaube, das ist tatsächlich die letzte Mission gewesen, deswegen gehe ich jetzt mal auf Fortfahren. Wenn nicht, kommt eine neue Aufnahme danach, in der dann die potenziell nächste Mission kommt. Laut Andockbucht haben alle Crews eingecheckt. Dann sollten wir nicht länger als nötig bleiben, sondern lieber verschwinden. Captain, das Gravitationsfeld der Sonne dehnt sich aus. Wir gehen nirgendwo hin. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Serena, berechnen Sie einen Kurs, der uns in die Sonne bringt. Wir katapultieren uns um sie herum. Mal eben einen Kurs berechnen, während wir um einen explodierenden Stern und durch einen kollabierenden Planeten rasen. Sicher, wieso nicht? Serena, können Sie es oder nicht? Erledigt. Vielleicht sollten Sie sich irgendwo festhalten. Augen zumachen könnte auch helfen.
Captain, ich würde lieber wach bleiben, um das Gebiet zu observieren. Professor, es gab fast 2 Wochen lang kein Lebenszeichen von der Allianz. Hier ist nichts zu tun. Aber, Captain. Kein Aber, Professor. Sie haben uns alle lebendig da rausgeholt. Gönnen Sie sich etwas Ruhe. Nicht uns alle, Captain. Nicht uns alle. Ja, Forge hatte sich also geopfert. Das wussten wir dann ja schon in Halo Wars 2. Und auch der erste Teil ist ein sehr schönes Spiel. Die haben im zweiten noch ein bisschen mit der Story zugelegt. Aber auch der erste Teil, ich finde ihn super. Die Missionen sind abwechslungsreich. Abwechslungsreich genug. Auch das ist im zweiten Teil besser geworden. Ich mag es aber viel lieber, gegen die Allianz zu kämpfen, als die Ulm Boots. Das ist aber vielleicht auch einfach so meine persönliche Meinung, Ausrichtung. Ich finde diese Affen, großen Affen, etwas weniger cool als Gegner, als Eliten. Die haben ein bisschen mehr Stil. Forge, so einer der Hauptcharaktere. Im zweiten Teil waren es ja etwas mehr die Spartans, die im Vordergrund gerückt sind. Zumindest während der Mission, auch ein bisschen nebendran. Forge, Gott. Der kommt irgendwie aus den 50ern. Tut mir leid, aber so ein Stereotypen, den sie da kreiert haben. So. So viel Kenntnisse. Ja, das Halo-Universum habe ich eigentlich gar nicht. Es gibt anscheinend mehrere Gebiete. Ich war immer der Meinung, es gäbe nur den einen. Oder der aus Halo 2 ist ein Neuer, der dafür auserkoren wird, für diese Position. So, vom Missionsverlauf fiel mir auf, hier ist noch ein bisschen mehr Sprünge dazwischen. So von Harvest, dann auf diesem Planeten, das ging so dann doch auf einmal zack, zack. Und das Einzige, wie man sich dann hier mit diesem neuen Planeten auseinandergesetzt hat, ist, indem man ja auf einmal Oberfläche sichert, dann reinfällt. Das war unerwartet. Was ja gut ist, aber es ist nicht so ganz die Linie. So eine Kampagne, die wirklich geführt wird. Der große strategische Plan, den da gerade Captain Cutter durchführt, wie es in Halo 2, da war es etwas ersichtlicher. Man konnte mehr den Feldzug beobachten. Aber die haben schöne Spiele daraus gemacht. Es erklärt jetzt auch mir, warum die alle in dem Kälteschlaf waren und keinen Überlichtantrieb mehr hatten. Interessant finde ich es ja, dass auf diesen Schiffen immer dann noch die Kältekammern da sind. Wenn man standardmäßig Überlichtgeschwindigkeit zur Verfügung hat, würde man erwarten, wird in der Regel nicht verwendet. Es sei denn, es ist natürlich logistisch günstiger, die größten Teil der Besatzung im normalen Flug auch bei Überlicht vielleicht in der Kältekammer zu lassen. Verbraucht halt weniger Energie für Lebenserhaltungssysteme, Nahrung, bla bla bla. Finde ich interessant.
also ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und wir haben jetzt nicht alle Blackboxen gefunden. Wir werden damit nicht alle Einträge zur Verfügung haben. Eventuell werde ich aber noch nachträglich, das überlege ich mir, ob ich es mache oder nicht. Vielleicht kriege ich noch Lust, Blackboxen zu suchen. Dann wird das so ein, eine Collage an Videos, die die einzelnen Missionen durchgeht, Blackboxen suchen und dann eine Session, die Zeitlinie durchzugehen. Die ist nicht ganz so interessant, wie es in Halo Wars 2 der Fall war. Da waren die Schriftstücke interessanter geschrieben. Hier bieten sie jetzt nicht ganz so viel, was dazu kommt. Ein bisschen Nebeninformation hat mich jetzt aber noch nicht vom Hocker gerissen. Ich lasse euch mit den Credits alleine und sage jetzt schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Let's Play. Ciao, ciao!